Am Sonntag, den 7. Juli, fand die Bundeswallfahrt der katholischen Pfadfinderschaft Europas in Altötting statt. Dabei kamen ca. 1200 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Deutschland, Österreich und darüber hinaus zusammen. Schon am Samstag waren viele angereist, um ein für jede Altersstufe vielfältiges Vorprogramm zu erleben. Für die über 300 Wölflinge fand eine Meutenrallye statt. Dabei galt es, sich in Wissensfragen, sportlicher Fitness und Geschicklichkeit zu messen. Zudem konnten die verschiedenen Kirchen erkundet und mehr über den Wallfahrtsort Altötting erfahren werden. Für die älteren Pfadfinder gab es ein Geländespiel, ein Stadtspiel, verschiedene Wanderungen oder Katechesen. Am Abend kamen dann alle in der Maria-Wart-Schule zusammen. Nachdem die Zelte aufgeschlagen waren, fanden für die verschiedenen Altersgruppen Abendrunden mit Gitarre, Gesang und Spielen am Lagerfeuer statt. Später wurden die Lagerfeuer gelöscht und die Pfadfinder pilgerten zur großen Basilika. Sie zündeten ihre Kerzen an und zogen betend und singend zur Gnadenkapelle. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Im Anschluss an die Lichterprozession fand eine gestaltete Anbetung in der Stiftskirche statt. Wer wollte, konnte die ganze Nacht hindurch betend vor dem Allerheiligsten verweilen. Nach einer kurzen Nacht und einem reichen Frühstück fuhren die Pfadfinder weiter nach Heiligenstadt. Von dort aus wollten sie in Richtung Altötting ziehen. Zuvor gab es aber noch einige geistige Einstimmungen auf das Wallfahren. Während die ersten Tropfen vom Himmel fielen, setzte sich der Zug in Bewegung. Wie sollten die Pfadfinder vom Wallfahrtsdirektor zu hören bekommen? Bei uns ist der Regen Weihwasser. Demnach wurden die Pilger reich gesegnet. Nach einigen Wolkenbrüchen passierten sie das Ortsschild und in der Ferne ragten die Türme der Wallfahrtskirche auf. An der Pforte nahm Bischof Oster die Pfadfinder in Empfang. Und unter festlichem Orgelspiel zogen die Wallfahrer in die Basilika ein und füllten die Bänke.
meisten sind wahrscheinlich noch ziemlich nass jetzt. Aber wie der Prälat Mandl am Anfang gesagt hat, bei uns ist der Regen Weihwasser. Ich möchte mit euch über das Thema Wallfahrt nachdenken im ersten Punkt. Warum gehen Menschen auf Wallfahrt? Auf eine geheimnisvolle Weise war das Ziel, wo ihr hingeht, schon da, schon mit dabei, im Herzen schon irgendwie anwesend. Und sein Leben wie eine Wallfahrt leben, tut man dann, wenn man weiß, wo man hingeht und wenn das Ziel in geheimnisvoller Weise schon da ist. Die Pharisäer, die hatten auch ein Gesetz. Die wussten alle irgendwie, wie es geht und wie es gehen soll. Und Jesus hat immer wieder gesagt, ihr habt nur das Gesetz. Wo ist euer Herz? Ihr spielt euch groß auf und macht die große Show. Meint ihr das wirklich? Das ist die Spannung zwischen Gesetz und Freiheit. Wenn das Gesetz nicht innerlich mit Liebe erfüllt ist, dann wird es Sklaverei. Also wie werden wir Menschen, bei denen das Gesetz nicht einfach nur Sklaverei, nur Bindung ist, sondern von innen her erfüllt ist mit Liebe? Und die Antwort der Heiligen Schrift ist und unseres Glaubens ist, du kannst es überhaupt nicht selbst. Du kannst dich bemühen, aber das A und O ist, dass du persönlich mit Jesus befreundet bist. Und meine Lieben, wenn dir diese Liebe Jesu und vom Vater mal wirklich ans Herz geht, dann fängt sich dein Herz an zu verändern. Und dann lernen wir nicht nur ein Gesetz zu haben, in dem steht, du sollst gehorsam sein und du sollst rein sein und so weiter, sondern dann passiert was in dir, dass du so wirst. Dann kannst du dein Pfadfindergesetz erfüllen. Dann wächst du mit ihm. Und das ist überhaupt nicht langweilig. Das ist das Abenteuer unseres Lebens. Pfadfinderabenteuer unseres Lebens. Die Wallfahrt unseres Lebens. Mit ihm, bei ihm zu Hause sein und ihm entgegengehen. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Bundessingekreis, einem Zusammenschluss von Pfadfindern aus ganz Deutschland, festlich gestaltet. Und mit dem Schlusssegen ging eine gesegnete Wallfahrt zu Ende. Die KPE bedankt sich herzlich bei Bischof Stefan Oster für die Feier der Heiligen Messe, die wegweisende Predigt und das anschließende Gespräch. Ich will, dass junge Menschen heute erfahren, dass Kirche ein Ort ist, wo sie zunächst mal bedingungslos angenommen sind, wo sie hingehen können, wo es die Menschen gut mit ihnen meinen. Und ich wünsche mir dann, dass sie Erfahrung machen, dass es in Kirche
anders ist als bei, sagen wir mal, weltlichen Vereinigungen, die auch ihren Wert haben, auch wichtig und gut sind. Aber ich wünsche mir, dass Jugendliche die Erfahrung machen, dass sie in der Kirche tatsächlich auch Gott begegnen, dass das ihre Gemeinschaft dann auch prägt und formt und dass sie von dort aus lernen, sich in der Welt zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Das hoffe ich und wünsche mir, dass junge Menschen das in der Kirche erfahren. Wir erleben eine Kirche, die sich verändert. Ich freue mich, dass die KPE in der Kirche und für die Kirche und für die Menschen, für die jungen Menschen identitätsstiftend da sein möchte. Und das in der Form der Pfadfinder. Ich freue mich über eure Treue zum Glauben. Und ich wünsche euch viel Fantasie in der Frage, wie geht heute eigentlich das Evangelium verkünden, so dass es viele junge Menschen berührt. Also wir erleben heute, dass ganz viele traditionelle Formen von gläubig werden, so wie man es halt so in der Volkskirche auch erlebt, dass das nicht mehr so funktioniert. Und wir brauchen junge Gemeinschaften, Jugendverbände, Verbände oder Gemeinschaften wie ihr, die fantasievoll und auch in starker Gemeinschaft, auch in einer geistlichen Ausprägung darüber nachdenken und auch erfolgreich darin sind, junge Menschen zu Christus zu führen, das Evangelium heute zu verkünden. Das wünsche ich euch von Herzen.